Lass mal da reingucken. Ich will mal wissen, was man dafür braucht und was man an Finanzen ausgeben muss, was so Dash kostet. Gucken wir da jetzt mal rein. Ich möchte 15 Zoll, finde ich ja schon ein bisschen sexy, ne? Hallo alle zusammen. Hi. Ich möchte euch folgende Frage beantworten. Und zwar haben mich viele gefragt, Marcel, wieso hast du so einen großen Bildschirm? Der muss sein, sorry. Der war so schlecht. Ja, und diese Frage möchte ich heute beantworten. Ich möchte heute mein großes Dashboard zeigen. 14,9 Zoll. Bestellt habe ich es auf AliExpress. Gibt es aber auch auf Amazon. Der Vorteil ist da, dass ihr nicht so lange warten müsst, weil ich meine, die auf Amazon nicht aus China versendet werden. Das heißt, ihr braucht nur ein paar Tage warten, nicht so wie ich, 3 oder 4 Wochen. Ja, das Dash ist einfach so geil, Alter. Das ist halt genau das Richtige für mich. Richtig groß, dass man da auch mal was sehen kann und nicht mehr diese Fitzelschmitzel-Dinger. Der Preis ist aber auf Amazon ein bisschen teurer. Auf Amazon gibt es ihn für 129 Euro. Und ihr müsst wissen, das ist kein Dashboard mit Gehäuse. Das ist nur das nackte Display mit der Platine, die da rumbaumelt, die ist lose. Mein Kumpel war so super geil und hat ein Gehäuse für mich konstruiert. Ich habe ihm das Display gegeben, gesagt, Junge, mach bitte, bitte, bitte ein Display drumherum. Er hat es konstruiert und dann aus dem 3D-Drucker fertigen lassen und raus kam eben ein super Gehäuse, das. Der hört sich so an, als hätte Andreas als Freund. Quasi, ich grüße dich. Hört sich an wie Andi als Kumpel. Du Andi. Super dazu passt, mit einer kleinen Sonnenblende, so wie ich das wollte. Und das gibt's jetzt in der nächsten Sequenz. Viel Spaß. So, das ist gutes Stück jetzt hier auf dem Tisch. Und ich wollte euch einfach nochmal die Maße zeigen, die wir hier haben. So, erstmal. Ach so. Das ist einfach ein Display. Ja, das kann ich nicht verwenden. Die Anschlüsse. Hier sehen wir die Anschlüsse. Das ist Strom, also für das Netzteil. Dann haben wir hier einmal HDMI, DVI und VGA. Oh nee, meine Grafikkarte hat doch gar keinen Platz mehr. Scheiße. Ich betreibe es auf jeden Fall mit HDMI. Dann zeige ich euch einmal die Maße. Dafür habe ich hier mein Maßband mitgebracht. So, dann war hier einmal eine Breite von, ja, 410 mm. Wir können das doch nicht machen. Scheiße. Eine Höhe. Eine Höhe von 140 mm. Und eine Tiefe. Nehmen wir mal die größte Tiefe hier. Das sind 75 mm. So sieht es Nein. von hinten aus. Ich drehe es mal um. So, hier sind die Bedientaster. So, hier haben wir den Adapter drauf. Jetzt speziell für die Fanatec Wheelbase. Da habe ich einmal das hier. Gibt's nicht USB zur HDMI-Lösung? Nee, Blackburn, leider nicht. Leider gibt's sowas nicht. Und das hier bitte so rum montieren. Nicht so, sonst wird es nicht passen. Oh, Scheiße. So, hier rein. Das ist aber geil, dass das, also das ist richtig schick gemacht. Fest. Das kannst du auch verstellen. Und jetzt kann das hier an deiner Fanatec Wheelbase angeschraubt werden. Und du Nee, leider nicht. Ich habe einen AMD, die haben keine interne Grafikeinheit. kannst sogar im Winkel verstellen. Verstehe ich sowieso nicht, warum AMD-Boards immer einen HDMI-Ausgang haben. Im Neigungswinkel und hier mit der Höhe. Das ist ein Gehäuse, das mein Kumpel für mich konstruiert hat und gedruckt hat aus dem 3D-Drucker. Und ich habe es, als es fertig war, einmal mit Carbonfolie von außen foliert. Warte mal kurz. Die 7000er-Reihe hat eine interne Grafikeinheit jetzt?
The Dream is Alive. Aha, wir sind zurück in Game. Moment, ich muss kurz gucken. We are back in Game. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Innen wieder mit schwarzem Wildleder. Weil ich das nicht möchte, dass vom Bildschirm das Leuchten innen reflektiert wird. Schwarze Wildlederfolie hatte die sehr gute Eigenschaft, so viel Licht zu schlucken. Und deshalb habe ich das so dementsprechend foliert. Ich zeige euch mal, wie es innen drin aussieht. Denn wie gesagt, das Display kommt ja eigentlich nackt. Das Gehäuse ist ja auf meinem Kuppel. Deshalb schraube ich es trotzdem mal auf und zeige euch mal, wie das aussieht. Oh, das ist mein Handy. Hallo. Scheiß immer Schlüssel. So. Voilà, ganz easy. Und so sieht das nackte Display aus. Sind 14,9 Zoll. Im extrem Widescreen-Format. Die Auflösung, die ihr braucht, die müsst ihr nämlich in euren Grafiktreibern manuell erstellen. Die gibt euch Windows nicht vor. Die packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja, so viel dazu. Jetzt machen wir es wieder zu. Das ist so simpel und so geil. So, das war's auch schon. So, jetzt sind wir hier auf dem Desktop. Einmal Rechtsklick, Nvidia Systemsteuerung. Tada. So, dann gehen wir auf Auflösung ändern, auf AAA, so heißt dieses Display. AAA wäre witziger. Der AA-Bildschirm. Den nehmen wir aus und dann können wir runterscrollen und haben hier die Auflösungen, die zur Verfügung stehen. Das ist folgendes. Manchmal bietet Windows schon die richtige Auflösung an. Die wäre dann hier bei PC unter 1280x390. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann gehen wir nach oben. Dann gehen wir auf Anpassen. Klicken einmal drauf. Und dann können wir hier eine eigene benutzerdefinierte Auflösung einstellen. Ich habe hier schon mal eine gehabt zum Ausprobieren. Da gehe ich mal auf benutzerspezifische Auflösung erstellen. Ich gehe mal drauf. Mag er für 100, also jetzt mal wirklich für 120 Euro plus die ganzen Druckkosten, sage ich mal, sag ich, bist du bei, was mag das sein, 180? 180 Euro für ein Dash, was 15 Zoll hat? So, und so sieht das Ganze aus. Ihr braucht hier nichts weitermachen. Alles so lassen, wie es ist. Nur die Auflösung ändern und die Herzzahl. Da wählen wir hier dann an 1280, hier 390 und bei Aktualisierungsrate 60. Farbtiefe, die Farbtiefe von 32, die lassen wir und Scan-Typ ist progressiv. Dann gehen wir auf Test. Der Bildschirm wird kurz dunkel, dann wieder hell. Dann auf Beibehalten klicken und dann hat sich das erledigt. Ich gehe jetzt hier zurück auf Abbrechen. Abbrechen, so sieht das Ganze aus. Ja, das war's auch schon. Easy peasy. So, hier sind wir jetzt wieder auf dem Desktop. Hier habe ich jetzt SimHub gestartet. Und hier links werdet ihr gleich das Dashboard sehen. Ich kann jetzt irgendein Dash auswählen, was ich runtergeladen habe. Ich benutze sehr gerne das Dashboard von Lovely Dashboard. Genau dafür ist das mega geil, weil Lovely Dash hat halt irgendwann so eine XL-Version gebaut und die ist richtig gut. Weil die auch, besonders die, die machen sehr gute Dashboards und die haben eine XL-Variante. Das heißt für Widescreen-Dashboards. Und deshalb Start, klicken wir drauf auf Secondary Monitor. Ich habe jetzt als Secondary Monitor mein Dashboard festgelegt. Ich klicke einfach nur drauf. Und zack, wird mir das jetzt hier jetzt angezeigt. Ja, das ist das Dashboard. Ich schließe es mal wieder. Ich kann auch zum Beispiel irgendein anderes drauflegen. Zum Beispiel hier. Start, Secondary Monitor.
Und bam, dann habe ich das hier drauf. Ich schließe es wieder. Jetzt haben wir noch eine weitere Möglichkeit. Ich kann ja so viele Dashboards mir auf, also so viele Dashes auf mein Dashboard anzeigen lassen, wie ich möchte. Ich klicke drauf, Windowed. Jetzt habe ich das einmal hier. Tut ihn sehr groß. Ich mache es mal kleiner. So, die Größe spielt keine Rolle. Könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Und jetzt ziehe ich das runter auf mein Dashboard. Jetzt dürft ihr es hier sehen. Tada. Aber die Scheiße ist halt, ich weiß nicht, ob der das jedes Mal automatisch startet. Und wir sagen jetzt einfach hier drauflegen. Ob man das sagen kann, dass der das automatisch starten soll, wenn SimHub angeht? Weil sonst, wenn du das jedes Mal dahin ziehen musst, finde ich es kacke. Dann sage ich einfach, ich möchte noch eins. Dann klicke ich hier auf das hier. Windowed. Das mache ich erstmal kleiner. Und kann es hier hinziehen. Kann man auch bestimmt noch bestimmt SimHub einstellen. Musst du nachher halt nachschauen. Dashboards jetzt anzeigen lassen. Ich könnte auch Browserfenster mir jetzt anzeigen lassen. Den Live-Chat von meinem Stream. Das wäre auch möglich. Overlays kann ich mir hier jetzt anzeigen lassen. Also der Bildschirm ist ja so, also das Dashboard ist ja so breit, dass ich mir diverse Fenster, Browserquellen, Dashboards... Wollte ich gerade sagen, kannst du nebenbei noch einen Film schauen? ...boards und so weiter anzeigen lassen kann. Das ist der riesen Vorteil an dem Ding, denn du hast da eben so viel Platz drauf. Und am besten ist es dann natürlich, wenn du nur ein Dashboard verwenden möchtest, wenn es eine Widescreen-Variante davon gibt. Jetzt kann ich die wieder schließen und mache wieder Lovely Dashboard, Secondary Monitor, zack, puff, peng und ich habe es hier drauf. Super easy. Also du hast hier tausende Möglichkeiten, das hier so zu basteln, wie du es brauchst. Das ist eben der riesen Vorteil davon. Ja, das war's auch schon. So, so sieht es dann aus, wenn das Dashboard läuft. Jetzt gibt es aber auch natürlich... Packer rechts das Ding, Alter. Das ist einfach so insane, was Marcel bei sich da drin hat, Alter. Nachteile, die will ich euch auf gar keinen Fall verschweigen. Ich denke mal, Marcel geht auch schon stramm auf die 40. Er hat Schwierigkeiten mit seinen Augen. Es muss alles groß sein. Und zwar wird das untere Drittel von eurem Monitor verdeckt durch dieses große Dashboard. Kann ich euch mal zeigen. Wir drücken mal Escape, gehen mal zum Beispiel in die Optionen und in die Grafik. So, das alles, was jetzt hier dahinter sich verbirgt, könnt ihr ja nicht sehen. Was müsst ihr machen? Ihr müsst euch nach vorne beugen. Ja, muss ich jetzt auch schon die ganze Zeit machen. Und dann seht ihr erst den Rest. Vorher nicht. Das ist der Nachteil. Oder ihr könnt, wenn ihr schon festgeschnallt seid, so wie ich meistens, könnt ihr euer Smartphone nehmen und dann eben die Kamera anmachen, filmen und dann könnt ihr es von eurem Smartphone ablesen, wo ihr da gerade mit der Maus seid. Das geht natürlich auch. Okay. Aber das will ich euch nicht verschweigen, eben da das eben so groß ist, dass es einen Teil eures Monitors verdeckt. Ja, aber es ist schon geil, dass das so groß ist. So, das war's zum Dashboard. Ein Dashboard hat natürlich viele Vorteile, aber auch Nachteile, die ich jetzt euch aufgeführt habe, weil die will ich euch auf gar keinen Fall verschweigen, das muss man vorher wissen. Ganz besonders eben die Größe, die ist ja Fluch und Segen zugleich, eben dass ja ein Teil eures Monitors verdeckt wird. Das so Maga, du, bei mir ist so viel verdeckt auf dem Bildschirm, das ist wirklich schiedigol. Der größte Nachteil eigentlich, auch der einzige, ja, ich wüsste jetzt nicht, welchen Nachteil es noch hat, der Größe. Also der Nachteil ist, dass das wahrscheinlich nicht mit SimHub automatisch startet. Das ist der Nachteil. Gibt ja einige Sachen, die nicht groß genug sein können. Aber in dem Fall ist es eben die Größe, die ein Teil eures Monitors, wie gesagt, verdeckt. Mehr eigentlich nicht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkaufen, Nachbauen, Nachbasteln und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, bye bye. Tschüss. Mir fällt halt auf, ich müsste mir irgendwann mal eine Buttonbox wieder zulegen, eine ordentliche.
Ich weiß nicht, wie alt das Video ist. Vielleicht wird das in SimHub unter Devices nur jemand unterstützen. Es ist ja einfach nur ein Monitor. Also ich denke nicht, dass das einfach unterstützt wird. Das glaube ich nicht, dass das unterstützt wird. Weil das einfach unter Windows als normaler Bildschirm weggeht. Das wird der Nachteil sein. Und dann kannst du das nämlich nicht automatisch starten und dann musst du jedes Mal den Rammel auf den Bildschirm darauf ziehen. Und das kann ich euch sagen, ist 2-3 Mal okay und irgendwann wird es nervig. Weil du hast ja als Simracer sind wir ja alle auf dem Level unterwegs. Wir haben alle schon eine BAT-Datei geschrieben oder irgendwo ein Stream Deck oder was auch immer, was dir deine 80 Programme automatisch startet. Und ich kriege immer schon die Pest, wenn ich 2 starten muss.